Hans-Ulrich Köhli, guten Abend. Guten Abend, Herr Reiter. Huck Köhli, man darf schon so sagen, Land auf, Land ab hier, in unserer Region bestens bekannt, auf der Strasse, seit 28 Jahren als Velokurier. 1992 ist der Bieler Velokurier gestartet, man kann sagen, quasi Mann der ersten Stunde. Wenn wir jetzt 92 zurückschauen, warum hat Biel denkt, ausgerechnet, haben wir gesagt, wir machen einen Velokurier. Was war denn in Deutz? Was war der Impuls? Ja, dann haben sich aus den grünen Aktivisten eigentlich, die wollten etwas machen für die Natur. Und dann haben sie den Velokurier Biel gegründet. Ich war dann noch nicht dabei. Das war im Oktober 1991 und der Start im 1. April 1992. Es waren fünf Leute dabei, die einfach den Kurier aufbauen wollten. Ich bin erst dann, zwei Jahre später dazugekommen. Am 1. Februar 1994 durfte ich den Velokurier Biel übernehmen. Und habe dann einfach probiert, Vollgas zu geben, etwas aufzubauen. Und ein bisschen, weil dann hatten wir noch keinen Umsatz, wir hatten keine Löhne. Und die ersten neun Monate waren wirklich hart. Es war wirklich fast wie ein Babygebären. Ganz harte Geschichte am Anfang. Ich war dann noch nicht so gewöhnt, mit dem Velo unterwegs zu sein den ganzen Tag. Und am Abend hat mir einfach meine Frau auch immer geholfen, dass ich die Beine für den nächsten Tag wieder fit bekomme. Ja, wie kann man so Velo fahren? Unbedingt natürlich, wie man fährt und wie viel man fährt vor allem. Die haben gesagt, oder? Die haben geholfen, das Baby richtig ein bisschen zu professionalisieren. Dann. Das ist ein Businessmodell daraus geworden natürlich. Und die Gümmeler, die Velofahrer, die man ein bisschen Gümmeler genommen hat, das sind natürlich Leute gesehen, wie die selber dann sind geworden, die das prestieren mögen. Also gute Velofahrer. Genau, ja, am Anfang waren wir schon noch so ein mehr Ideologen gesehen, sozusagen, die nicht auf die Gümmeler-Geschichte viel Wert gelegt haben. Aber dann habe ich Leute, die eben sehr gerne Velo gefahren sind. Die sind dann noch in Freizeit, die sind am Abend immer noch gefahren. Und die haben eigentlich auch einen richtigen Schwung gebracht in den Velokurier. Wir sind natürlich auch viel weiter raus. Und haben, am Anfang hat man zwischendurch auf ein Auto, aber mit diesen Gümmeler haben wir echt das Auto nicht mehr gebraucht. Und jetzt tun wir es natürlich auch kombinieren, also dass wir möglichst auf Auto können verzichten, tun wir es mit dem Zug kombinieren. Und längere Strecken holen wir aus dem Jura oder irgendwo aus dem Seeland, das Solothurnische, holen wir einfach via einen Weg mit dem Zug, den anderen Weg mit dem Velo. Irgendwie etwas collecten, sammeln und nicht zurückbringen. Also wenn der Longines geht auf Saint-Imier oder andere, wenn der Verärzt irgendwelche Laborprobe aus dem Berner Jura holt, dann geht er rauf und dann fährt er mit dem Velo alles zurück. Wie viele Kilometer fährt heute ein Velokurier durchschnittlich pro Tag? Verglichen vielleicht mit den 90er Jahren? Also schon dann sind wir recht viel gefahren. Dann war es vielleicht zwischen 60 und 90 Kilometer pro Tag. Und jetzt ist es je nachdem 70 bis 120 Kilometer. Kommt immer ein darauf an, welche Touren das man hat. Und so. Meistens ist man 5 Stunden unterwegs. Und entsprechend viel fährt man dann. Und es braucht schon Pfupf. Aber es ist auch wichtig, dass man eben mit dem Kopf fährt und nicht nur mit den Beinen. Und eigentlich die Kombination, das macht wirklich einen guten Velokurier aus, dass er auch denken kann beim Fahren. Dass er auch die richtigen Strecken fährt. Die illegalen Strecken gibt es die auch bei euch? Die illegalen Strecken gibt es bei uns eigentlich nicht. Also klar, wenn man irgendetwas... Die halblegalen, sagen wir so. Wir sind ja verbunden, gut schweizweit. Und manchmal hat man halt einen Zug, den man erreichen muss. Und dann kann es schon vorkommen, dass man ab und zu das Rotlicht, vor allem beim Rechtsabbiegen, einfach darf missachten, sozusagen, damit man einfach die Sendung rausholen kann oder auf den Zug tun, damit er nicht abfährt. Das sind meistens dringende Sachen, wo der Kunde nicht warten kann. Das sind Ersatzteile für Liften zum Beispiel, eben ganz wichtige Laborproben, die schnell gehen müssen, schnell schnitten. Also, da liegt jemand auf dem Schragen und dann kommt das zu uns. Wir tun das sofort ins Labor spedieren. Und das ist halt wichtig, dass es schnell ist. Das wirklich. Und das bei jedem Wetter, oder? Also, die sind bei Wind und Wetter, sagt man, oder? Seid ihr unterwegs? Ihr, eure Giel, ich komme dann zu euch näher. Aber die sind nach wie vor bei jedem Wetter unterwegs. Ja, selbstverständlich. Also, das ist etwas vom Wichtigsten, was man am Anfang hat. Vielleicht eine Vernachlässigung in den ersten zwei Jahren, hat man vielleicht gesagt, ja, jetzt ist Schiffen und jetzt, oder wir gehen nicht so weit und so. Da haben wir natürlich völlig abgelegt und es gibt halt nicht gutes oder schlechtes Wetter. Es gibt nur gute oder schlechte Kleidung.
Das war immer unser Motto. Wir stellen natürlich auch die guten Kleider zur Verfügung, stellen, dass die Leute auch wirklich können, Vollgas geben, ohne dass sie müssen gross schauen müssen, bin ich zu nass und so viel Zeug und so, oder habe ich zu kalt. Sondern die Ausrüstung muss natürlich immer im Rucksack sein. Ist der Velokurier heute verglichen zu den 90er Jahren, wenn er den richtigen Schub bekommen hat? Ich glaube, Biel war der vierte Velokurier, der gegründet wurde in der Schweiz. Ist der Velokurier als Businessmodell vom Auftragsvolumen heute vergleichsweise zu den 90er Jahren oder Anfang 2000er Jahren, ist das noch so stark oder ist das etwas, was abgenommen? Ja, man kann es wirklich nicht mehr vergleichen. Am Anfang war es eigentlich noch so klein auf einem kleinen Niveau. Also, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, wenn ich dann mal so 100'000 Umsatz mache im Jahr, ist das super. Jetzt sind wir fast bei 1 Million. Und in den letzten Jahren hat es natürlich immer mehr medizinische Laborgeschichten und all diese Sachen sehr stark zugenommen, aber auch andere Sachen, die früher hat man zum Beispiel noch Röntgenbilder geliefert, durch die Digitalisierung sind die vollständig weggefallen und dann musste man wieder andere Gebiete suchen. Und die haben wir gefunden, eben vor allem bei den Labors. Und wir, zurzeit arbeiten wir eigentlich im Kontext, also zusammen mit Swissconnect, arbeiten wir in der ganzen Schweiz für praktisch alle Labors und die wollen das natürlich schnell haben. Absolut. Und jetzt mit der Pandemie, am Anfang ist schon gerade die ersten 4 Monate, haben wir das Gefühl gehabt, oh, jetzt, was geht da ab, oder? Ich glaube, dort waren alle ein bisschen geschockt. Aber dann, nach 4-5 Monaten hat es sofort gezeigt, das nimmt zu. Und im 20 hat sich dann gut stabilisiert gegen Ende Jahr. Und in 21 ist das Ganze schweizweit noch einmal explodiert. Okay. Und wir konnten es kaum mehr wehren. Und ihr selber, Huckeli, ihr fahrt noch? Ich fahre noch ab und zu, halt jetzt auf einem Elektrobike. Also, wir haben ja gesagt, die gegen 60 gehen, die dürfen schon mal auf einem Elektrobike. Aber ich fahre noch. Für mich ist dort auch wichtig, dass ich weiterhin fahren kann, also auch die längeren Strecken. Die man vielleicht so Solothurn oder so, die man hat mit dem Auto gemacht hat, mache ich jetzt halt mit dem Elektrobike und bin eigentlich genau gleich schnell in ein Auto. Super Sache, Köln. Ja, der 59 immer noch auf der Piste mit dem Velo bei Wind und Wetter und dir. Aber man muss sagen, figurtechnisch bei euch, man sieht schon, dass ihr mit dem Elektrobike unterwegs seid. Weil die allermeisten, die schon unterwegs waren, sind ja so ein bisschen, man kann sagen, gut athletisch, aber an und für sich sehr dünn. Genau. Also ich bin natürlich froh, kann ich immer noch Velo kurieren, auch wenn es jetzt halt auf dem E-Bike ist. Aber eben, es ist nicht so beliebt, aber für mich ist es gut. Und man sagt ja immer so, oh, kannst du nicht noch schnell ins Spital rauf? Und dann nimmt man dann gerne das Elektrobike. Ganz genau. Jetzt Spital-Auf ist eine Etappe, langsam, sagt ihr selber, ihr gesagt, 59, wenn man etwas älter wird. Man weiss von euch, ihr pendelt mit der Frau, meiner Lebenspartnerin, regelmässig nach Indien. Habt ihr dort auch ein Projekt, habt Wald aufgeforscht, habt Land gekauft. Ist die Zukunft so ein bisschen in Indien bei euch? Ein Teil. Ich werde weiterhin pendeln, weil, wenn man einmal zu Biel ist im Seeland, dann liebt man es oder dann verlässt man es. Und bei Mindy ist es bei mir eigentlich genau gleich. Ich habe mir dort wirklich sehr viel aufgebaut. Und für uns ist klar, dass wir pendeln. Ich bin zwar jetzt im Moment ein bisschen am Abgeben beim Velokurier, aber in den nächsten 2-3 Jahren werde ich dann ganz zurückfahren und dann werde ich hin und her pendeln. Im Süden von Indien, ganz im Süden, am Meer in Indien, wie ist es als Seeländer, wenn man aus dem schönen Lakeland-Gebiet kommt und in Indien lebt, so ein bisschen den kälteren Monat? Wunderschön. Und man muss einfach die Hitze mögen verleiden. Und ich habe das sehr gerne. Ich habe sehr gerne kalt, ich habe sehr gerne warm. Ich finde eigentlich jedes Mal, für mich, ob ich in die Schweiz gehe oder nach Indien gehe, ist jedes Mal ein Heimkommen für mich. Jedes Mal ein Heimkommen für mich. Wunderschön. Und Temperaturschwankungen seid ihr gewohnt nach 28 Jahren. Velokurier Huckeli, merci vielmals für den Besuch im Studio und gute Zeit. Merci, Ritten, gute Zeit auch. Danke. Voilà, das war es mit dem Huck Köhli. Seit 28 Jahren bei Wind und Wetter unterwegs. Noch in diesem Alter. Respekt, muss man sagen. Hier, das war es für das Info. Wir sehen uns wieder. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.